Hallo meine Lieben, ja, da bin ich mal wieder, nur mit einem kleinen kurzen Infovideo. Und jetzt werden wahrscheinlich über einige wieder sagen, du mit deinem Infovideos schnarr. Nee, aber ich denke mal, das ist diesmal was Erfreuliches. Und zwar hatte ich ja gesagt, dass mein Podcast, Vlog, wie auch immer, erst am 5. Mai stattfinden wird. Also nicht dieses Wochenende, sondern das Wochenende danach. Und ich freue mich riesig, dass es geklappt hat, dass ich das organisieren konnte, dass es eher ging, dass ich die Zeit gefunden habe. Und es wird einfach legendär. Nee, das war egal. Ach, ihr wisst ja mein Motto, gleich raus, gleich hoch und fertig ist es. Egal, ob ich mich da zum Affen mache. Ich meine, in manchen Videos mache ich das sowieso, in manchen Spielen. Warum kann ich es nicht hier machen? Also, ja, das einen oder anderen wird natürlich das hier alles so meine Location sein. Will ich euch schon mal so ein bisschen vorsagen. Das ist einfach ein Schreibtisch mit, ihr seht da hier die Leiter, mit einem Hochbett. Das habe ich noch aus einer Einraumwohnung übernommen. Finde ich eigentlich ganz schick. Ich meine, ich habe jetzt natürlich eine Zweiraumwohnung. Aber, Entschuldigung, da halt krass etwas. Aber irgendwie, ich fand es ganz schick und ich habe es halt übernommen. Gefällt mir irgendwie auch. Hat irgendwas. Hat nicht jeder, finde ich. Entschuldigung. Ich hätte vielleicht vorher was trinken sollen. Egal. Raus, hoch und fertig. Wird das Motto, egal, ob ich was verpatze oder nicht. Ja, sieht momentan noch ein bisschen leer aus. Ihr seht natürlich hier einen Kalender und ich weiß nicht, ob man das sieht. Der ist von 2006, den werde ich aber, weil der mir halt so gefällt, ist so ein bisschen die alte Heimat. Zeigt so, wie es vor 100 Jahren und also wie es 1906 war und 2006, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Und den will ich einfach so behalten und werde natürlich jeden Monat so umblättern. Ist ja logisch, also zumindest, dass das aktuell ist. Ja, eine Pflanze und natürlich einen wunderschönen Furby. Und mal sehen, was wir hier dann noch so auf die Reihe kriegen. Ja, ich habe natürlich einiges vor. So in gewisser Weise, ein Gewinnspiel kann ich natürlich nicht machen. Ich habe ja nichts zum Raushauen. Aber so in der Art will ich das sehr interaktiv gestalten, dass ihr mitbestimmen könnt. Also auf jeden Fall schreibt alles, was euch dazu einfällt, was ihr von mir möchtet. Egal was, manchmal werde ich sagen, ah nee, passt nicht, ich, oder manchmal kann ich es aufnehmen. Schreibt es einfach rein, manchmal passt es, vielleicht ist es auch manchmal totaler Blödsinn, ich kann es nicht verwerten. Egal, ich werde sagen, schreibt einfach rein, manchmal werde ich auch ein bisschen umformulieren, egal was. Schreibt mir in die Kommentare, macht was draus, beziehungsweise ich mache was draus, ich will das gerne interaktiv gestalten und mal schauen, wie es ankommt. Also, ich freue mich, natürlich laufen meine Let's Plays, ist klar weiter, und ich freue mich, dass wir uns dann persönlich, na gut, ich sehe jetzt nur meine Kamera, wo ich angucke, aber ihr seht mich natürlich auf YouTube und ich freue mich dann, dass ich euch jetzt am Samstag bzw. Sonntag, da bin ich mir noch nicht ganz so einig, wann ich es nun genau machen werde, Samstag oder Sonntag, kommt so ein bisschen auf die Zeit und die Bearbeitungs- und die Renderdauer an. Und naja, auf jeden Fall, ich freue mich, euch begrüßen zu dürfen. Ich hoffe, das wird richtig, richtig geil. Ich freue mich so, dass ich die Zeit gefunden habe. Habe ich, glaube ich, schon gesagt, ne? Na, weil ich schon mehrere Aufnahmen geprobt habe, weil es nie so wirklich gepasst hat. Auch wenn ich sage, raus, weg und so fort. Aber einiges war ja doch so ein bisschen richtig daneben. Vielleicht mache ich das noch als Outtakes. Aber ich habe es ja eigentlich gelöscht, weil ich sage, komplett dämliche Aufnahmen will ich eigentlich nicht wirklich haben. Auch nicht als Outtakes. Aber vielleicht werde ich dann so, das soll ja eigentlich nur ein kurzes Infovideo werden und jetzt laufe ich schon wieder lange. Egal. Infovideo, also nochmal zum Mitschreiben. Info. Info, ganz wichtig. Ein I, ein N, ein F und ein O. Ich weiß nicht, ob es jetzt richtig ist. Info. Der Vlog-Podcast ist schon ab diese Woche, worüber ich mich richtig freue. Das wird so geil. Ich frage natürlich noch nichts.
Der Asti-Vlog ist natürlich so ein bisschen, wird vielleicht länger gehen, weil ich das noch so ein bisschen, wie ich das ganze Ding aufziehen werde, sagen werde. Auf jeden Fall, ich freue mich, es wird hammermäßig geil. Hoffe ich zumindest, denke ich mal. Ich will jetzt nicht von mir behaupten, dass ich der hammermäßig geile Typ bin, aber auf jeden Fall, ich versuche natürlich das Beste draus zu machen und ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß, wie ich dran habe. Also bis dahin, haltet mir die Treue und ich sage mal, gibt es ja einen frohen Spruch, ich sage einfach mal, tschüdelö, bis dahin, macht's gut, ciao.